Dankeschön. wir können ja mal gucken, wie die Zeit eigentlich wäre. Wo Zielzeit ist R1. 1,35. Kann ich mir auch irgendwie... Ja, ich weiß. Ach, okay, geht nicht. Kann ich mir nicht angucken. Schade. Okay, Ruination. Oh. Jetzt ist mein Bier alle. Mann, das nächste Mal. Ich nehme mir das nächste Mal direkt 2 mit. Oh, das war jetzt aber blöd. Ja, 1,35 ist bestimmt drin. Mhm. Ja, Nitro-Kiste, ja. Ich kenne euch doch. Crash. Na gut, okay. Glaube ich nicht so schwer. Ja, aber man muss dafür die das nehmen. Das ist gut. 1,44 hatte ich, ne? Das hat mich, glaube ich, auch damals hier immer so abgefuckt, dass man hier warten muss, aber ich will nicht warten. Hallo, Fake Crash. Da ist doch bestimmt die Maske noch da oben auf dem einen. Auf dem einen Sprungding da. Ja, nimm mal halt nur eine Kiste mit, ist okay. Voll reingedreht, schön. Oh Mann. Ja, hab ich vorher. Nee. Das wird hier heute nichts. Ich sehe es schon kommen. Ich nehme mir einfach den Luxus, dass ich mir die Maske hole. Oh. 2,6? Also wenn ich da ein bisschen vorsichtiger gewesen wäre... Ah, oh, die Dreier verpeilt. Wenn ich da ein bisschen... vorsichtiger gelaufen wäre, dann wären wir auf jeden Fall schneller durchgekommen und ich hätte es doch noch locker in Gold geschafft. Naja. Weiß man ja vorher nicht, ne?
alles in die Luft geflogen. Ruination ist Gold 1,19. Ja, das ist okay. Vollkommen okay. Ich hab das Spiel ja schon mal durchgespielt. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so ein Spoiler oder sowas. Aber dann weiß ich schon mal ungefähr, wie weit ich im Level bin, wie viel noch kommt, und dass ich dann, wenn ich sehr gut in der Zeit liege, dass ich mir dann ein bisschen safe spielen kann. Wenn ich überhaupt so weit komme. Also langsam. Aber nur ein bisschen. Und eher, weil du dich dann vielleicht auch unter Druck setzt, weil du halt die Zeit schon weißt. Nee, das eher nicht. Eher, eher spiele ich dann ein bisschen safer, würde ich sagen. Muss ich halt wirklich nicht bis zum Ende auf 100% durchziehen. Ach Mann! Jedes Mal die gleiche Ficke hier. Muss hier mal mein Mikro ein bisschen tiefer machen. Stört nämlich ein bisschen. Das hing ein bisschen im Bild drin. Egal. Boah, hier wäre... Nee, wäre gar nicht. Ich wollte schon sagen, hier ist Superman, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja nur die zweite Maske. Ich kann ja mal die Leute fragen, die jetzt noch neu dazugekommen sind, was ihr so am Wochenende vorhabt. Das ist so ein dummer Tod. So ein dummer Tod. Mal wieder ausschlafen. Oh, das hört sich aber auch nicht schlecht an. Ich werde mich dran setzen, die Disney Afternoon Collection durchzuspielen und halt Daily Genshi Impact Grind.
sagt mir beides nichts. Ich hab an sich auch nicht viel vor. Eigentlich nur ein bisschen Haushalt machen. Aber überwiegend Filme gucken und Ratchet & Clank weiterspielen. Die letzten zwei Wochen, Wochenenden habe ich Harry Potter mal durchgeguckt. Also alle 8 bzw. 7.2 Teile. Weil die letzten Teile, die habe ich noch nie gesehen vorher. Ich habe nur bis zum Feuerkelch, glaube ich, gesehen. Also einschließlich Feuerkelch, den Rest habe ich noch nie gesehen vorher. Ja. Und die neueren Teile sind gar nicht mal so scheiße. Disney Afternoon Collection ist einfach nur DuckTales 1 und 2, Chip und Chap 1 und 2, Darkwing Duck und ein Spiel mit Captain Baloo in 1. Okay. Die NES-Teile, DuckTales, also Chip and Chap auf jeden Fall. Da gab's doch ein NES-Spiel. Die alten Nestteile. Okay, super. Dann weiß ich da Bescheid. Achso, und einkaufen wollte ich morgen noch. Mit dem Dennis zusammen. Und eigentlich wollte ich mir noch eine Zeitschrift kaufen, aber der Laden hat morgen die Uhrzeit noch nicht offen. Der macht, glaube ich, erst um 9 Uhr auf. Und das ist zu spät. Werde ich mir wahrscheinlich die Zeit für das nächste Woche kaufen. Und Filme. Da habe ich jetzt ganz viel Auswahl momentan. Wie gesagt, mit Harry Potter habe ich dann schon angefangen. Das ist dann von meiner Liste schon mal runter. Aber ich habe dann noch einige Filme mit Mads Mikkelsen, einige Filme mit Christoph Waltz, einige also einen Film mit Christoph Waltz und Mads Mikkelsen. ja. Was noch? Ich weiß gar nicht, aber ich habe noch auf jeden Fall noch so Filme, die ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, die liegen darum, die ich noch gucken will. Euro ist das ein guter Preis, dachte ich mir so. Ja. Kann man machen auf jeden Fall. Mads Mikkelsen ist cool. Oh ja. Ich vergesse jedes Mal zu rutschen. Wir gucken momentan Hannibal, die Serie. Das ist auch so eine geile Serie. Hat leider nur 3 Staffeln. Und wir sind gestern mit der zweiten fertig geworden.
Jetzt haben wir nur die dritte Staffel. Na, ich erstmal wieder Casino Royale geguckt. Musste gerade bei Mads Mikkelsen dran denken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den ganz gesehen habe. Ich kann mich auf jeden Fall nur noch an diese, obwohl die Damen pokern sind, irgendwie James Bond und der böse Wicht. Und die Szene fand ich irgendwie sehr cool. Entweder ist sie mir deswegen im Kopf geblieben, weil ich die sehr cool fand, oder ich habe tatsächlich nur diese Szene gesehen vom Film. Weil ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Fan von, wie heißt der Kumpel? Daniel Craig. Den mag ich nicht, der ist komisch. Jetzt, wo ich gerade an Daniel Craig denke, ich habe auch noch die Millennium Trilogie, aber die Originale, nicht die mit Daniel Craig, sondern die andere, die Originale halt. Die wollte ich auch noch gucken. Die habe ich auch schon seit knapp 10 Jahren oder so nicht mehr gesehen. Damals hat mir die ein Arbeitskollege ausgeliehen, da habe ich mir so vor kurzem nochmal selbst gekauft. Nice. Eins 19 hast gesagt, ne? Daniel Craig finde ich als Schauspieler ganz okay, als Bond ist er aber nicht unbedingt mein Favorit. Favorit ist bei mir Bond-technisch Pierce Brosnan, weil ich, das ist quasi der Bond, mit dem ich groß geworden bin. Und jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein. Ich habe da heute mit der Arbeitskollegin noch drüber gesprochen, da ist mir der Name auch nicht eingefallen. Der ist vor kurzem gestorben, mit 90 Jahren. Hat auch bei Indiana Jones mitgemacht und ihr wisst, wen ich meine. Oh, Beehaving. Sean Connery, genau. Dankeschön.